Jetzt geht es aufwärts beim Wetter. Jetzt kommt der Sommer wieder. Grüß euch miteinander. Ihr schaut SRF Meteo. Und das dank einem kräftigen Hochdruckgebiet. Das Hochdruckgebiet das schiebt sich von Westen her rein, bringt trockenere Luft. Die Regen- und Gewitterzellen die fallen zusammen und werden gäng wie weniger. Jetzt gerade so bis zum Eindunkeln könnte schon noch ganz im Süden von der Schweiz ein einzelnes Gewitter geben, sonst hat es jetzt überall ruhig geblieben und vor allem Richtung Westen, da hat es schon richtig gut aufgerissen. Die Nacht sieht man also wieder eine Sterne und die Tiefstwerte morgen Morgen früh zwischen 13 und 14 Grad im Norden, auf der Alpen-Südseite hat es 17 Grad. Morgen am Dienstag, da ist dann der Sommer da. Es ist schon von Anfang an freundlich. Vielleicht hat das ganze Osten noch ein paar Restwochen, vor allem zu den Bergen nachher. Und im Mittelland, der Gewässer nachher, könnte so das eine oder andere Hochnebelfeld haben. Aber die Sonne scheint, das Ganze löst sich auf. Jetzt kann es einfach aus der Restfeuchtigkeit, die in der Luft ist, zum Teil noch ein paar flache Quellwolken geben am frühen Nachmittag. Aber noch kommt dann die starke Sonne, das Ganze verschwindet und am Oben ist es dann häufig sogar wolkenlos. Mit der Sonne da kommt dann auch wieder die Hitze zurück. Schon morgen ist es angenehm sommerlich warm. Temperaturen auf der Alpen-Nordseite zwischen 22 und 26 Grad. Im Wallis und im Tessin 28 bis 29 Grad. Wir haben zuerst im Norden Nordwind, im Süden Südwind. Noch dreht das Ganze im Süden. Es gibt dann auch dort den Nordwind. Und Richtung Westen kommt dann am Nachmittag eine leichte Beisentendenz dazu. Das Hochdruckgebiet das bleibt wetterwirksam, kommt sogar noch etwas mehr über die Schweiz. Und das heisst, es gibt Traumwetter. Am Mittwoch selber vielleicht noch in den Bergen ein einzelnes Gewitter, sonst aber schon sehr sonnig und heiß. Donnerstag gewitterfreier Tag bei 30 Grad und mehr. Freitag, natürlich bei so hohen Temperaturen, könnte es dann schon mal ein erstes Hitzegewitter geben. Und vor allem zum Samstag her, fängt es dann an von rumpeln. Am Sonntag erwarten wir zum Teil auch kräftigen Regen. Und besonders im Norden spürt man, es kommt wieder ein bisschen kühlere Luft rein. Bis jetzt aber die nächste Gewitterfront kommt, können wir uns auf Sommerwetter einstellen. Und wir haben heute sehr ein schönes Bild bekommen. Wir sehen hier richtig Mythen von Alfons Lindauer. Und er hat uns dazu geschrieben, die Mythen trägt den Hut, morgen ist wieder gut. Und genau das wünsche ich euch morgen. Ganz einen schönen Abend, auf Wiedersehen.